Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Fets Mafia 3. Wir haben den ersten Tag hinter uns gebracht und sind jetzt hier in unserem gemütlichen Wohnkeller aufgewacht. Und werden aufgefordert, oben mit Sammy und Alice zu sprechen. Das heißt, wir gehen hoch, duschen, Zähne putzen, waschen. Alles gar kein Ding. Gleich ab in den Tag. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf. Ich warne dich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Suppenküche Warm Hearts, 21. Februar 1968, 6 Tage bis Mardi Gras. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung. Alleine zugrunde gehen. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedienen wir die Leute. Ja, warte, ich gucke mich erstmal mal kurz um hier, ne? Bevor wir anfangen, die Leute zu bedienen. Es wird dir gut tun, dich der Gemeinde wieder anzuschließen. Die Leute haben dich vermisst. Hier liegt noch was. Schallplatte. Hier kommen wir nicht durch. Na gut, dann würde ich sagen, wir servieren das Gumbo. Klingt sehr lecker übrigens. Dann mal ran hier, liebe Leute. Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Warme Mahlzeit, warmes Herz. Ganz gut. Du sagst es, Kumpel. Hau rein. Danke. Guten Morgen. Oh, du siehst aus wie Michonne, nur mit 50 Jahren. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. So sieht's aus. Bedeutet uns allen echt viel. Sie stellt sich hier vor uns, grinst uns an. Na, hier komm. Wär besser nicht alt, Junge.
Das ist eine verdammte Quälerei. Da kommen wir nur alle nicht drum rum. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Regine! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Über Deckel springen. W plus Leertaste. Einmal. Einer weniger. Der nächste. Auch du machst hier keinen Ärger mehr. Was ist das? Knochen. Voodoo, Hexerei. François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Du sagst es. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war. Die Haitianer. Dann waren die Batards en Valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Wir machen das schon. Celui qui sait, diverse celle. Ce sieht l'hostilité. Also auf zu den Haitianern. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. So, wir sollen zum Dock rüberschwimmen. Das machen wir einmal. Ich hoffe, hier gibt es keine Krokodile. Oder... die mögen uns einfach nicht. Aber scheinbar
geht das hier ganz gut. So, schleichen. Schleiche dich an deine Gegner an und verbirg dich vor ihnen. Die gegnerische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Alles klar. Kommst du deinen Opfern zu nahe oder machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus. Dann werden die Gegner anfangen, nach dir zu suchen. Wenn du schleichst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blickfeld der Gegner raus. Während Gegner nach dir suchen, bleib in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwindet die Aufmerksamkeitsmarkierung. Der Boss meint selbst, wenn wir das halbe Hallo abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Er, Alice und der andere Kerl, Lincoln Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Wenn ihr wüsstet. So, hier rechts ist einer. Papa Legba. Öffne mir das Tor. Psst, leise, leise, leise. Einer weniger. Haben wir die Waffe mitgenommen? Nö, haben wir nicht. Sollten wir vielleicht. Geht's hier lang? Okay. Wie praktisch. Auch das nehmen wir mit. Der hier oben lang? Ne, der patrouilliert da unten. Lassen wir ihn erstmal. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Pfeifen. Pfeife leise, um eine Gruppe von Gegnern aufzuteilen oder vorzulocken. T gedrückt halten. Schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns nach Gano auf den Hals gehetzt hätte. Der Bleicharsch kümmert sich doch einen Scheiß um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das Geld reinkommt, ist es Marcano egal, wer es ihm überreicht. Teilt euch nur auf, das macht's mir leichter. So, weiter geht's. Ist noch einer. Ich fürchte nur, den können wir uns nicht holen, ohne dass der andere uns da unten sieht. Kommen wir hier weiter. Fedodo, petit pour mama. Jo. Fe-do-do, petit pour mama, si-bi-bi-pa-fe-do-do, grand-lou-lou-van. Bitte hör auf zu singen, bitte hör auf zu singen. Grand-lou-lou-van-manger, Herr Jemine. Si-bi-bi-pa-fe-do-do, grand-lou-lou-van-manger. Also ich versuche das Ganze jetzt erstmal möglichst leise zu erledigen. Da oben müssen wir wahrscheinlich hin. Okay, das ist unser Zeitfenster. Leise, 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 leise. Den haben wir erledigt. So, wie sieht das mit dem aus? Können wir den? Ja. Oh, Kumpel, du bist ins Feuer gefallen. Verbandskasten, mitnehmen, was wir finden. Okay. Hier vorne ist der nächste. Auch du machst uns keinen Ärger mehr. Wäre gut, wenn sie den Motherfucker erwischt hätten. Weiter geht's.
So, hier haben wir noch zwei. Sollten wir uns vielleicht erstmal um den hier kümmern. Schön leise, schön leise. Schwarz ist hier nicht angesagt, Kumpel. Hä? Und auch du bist kein Problem mehr. Das war ja schon fast zu einfach. Und der letzte. Jetzt schön leise, schön leise. Völlig ahnungslos. Okay. Das heißt, wir stehen direkt vor Buckers Gebäude hier. Kurz durchatmen und rein. Fick dich! Da ist was! Dazu hast du kein Recht, Busin! Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Zuerst du. Scheiß Kerl! Uwo an den Butter! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajigesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Tot. Wer bist du? Du Gänsekusser! Du Schweinehund! Hey, Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot. Er kann dir nichts mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Heidi. Du sagst es, Kumpel. Komm her, Fred! Ich bin hier! Ach du grüne Neune, was ist denn jetzt los? Vielleicht waren wir doch ein bisschen zu laut hier. Ich sehe nix. Wow! Alter, Leute! Molotows und Granaten. Mit Molotow-Cocktail zielen, G gedrückt halten, werfen, G loslassen, Abbruch, Q drücken, wähle Sprengladung im Waffenmenü durch Drücken von Y. Okay. Erstmal hier vorne. Lass sie nur nicht hier hochkommen, lass sie nur nicht hier hochkommen. Der Dreckskill soll brennen! Selber! War's das schon? Natürlich nicht. So, hier nochmal den Wallermannskasten plündern. Haben wir hier drin noch irgendwas übersehen? Hier brennt's noch. Hier hinten geht's noch hoch. Rein. So, da ist nichts mehr. Was haben wir hier noch? Verbandskasten. Ah, wie praktisch. Noch weitere Molotows. Könnten vielleicht noch ganz nützlich werden gleich. So, wir haben hier noch drei Schuss drin. Das heißt, wir tauschen mal aus.
26 sind immerhin besser als 3. Gucken, ob wir hier von denen noch ein bisschen was aufnehmen können. Hier nicht mehr. Hier haben wir noch eine Pistole, 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 Pistole. Hier haben wir noch. Okay. Die Fässer sind ganz praktisch. So, da hinten war noch einer. Hab ich genau gesehen. Weg ist er. So, wer will noch nicht, wer hat noch schon. Wer hat noch nicht, wer will noch mal so. So, wo sind denn hier noch welche? Hier sind doch, das kannst du noch nicht gewesen zu sein. Schein weg zu sein. Ich würde sagen, der ist unser. Okay, wir bleiben nochmal versteckt. Glaube ich noch Munition jetzt für das Schnellfeuergewehr. Jawohl. Nachladen. Wo ist denn der? Da hinten. Formiert euch hinter mir. Da werfen wir noch mal einen rein. Volltreffer. Wo hat denn der geworfen? Ich sehe gar nichts hier. Da hinten. Na, dann kriegst du auch noch einen. Achtung, Molotow! Da hinten ist er. Ich serviere dem Arschenkopf. Den kannst du aber halten, mein Freund. Verdammt, nur noch einen Schuss. Haben wir nicht noch irgendwo Munition für das Gewehr? Keine Kugel mehr! Ich muss nachladen! Kümmert euch um diesen Mann. Verdammt! Hab ihn im Visier! Da hinten ist noch einer. Was ist denn jetzt kaputt? Ach, da draußen ist er. Auto. Oh, das scheint Alice zu sein. Sehr gut. Wird auch langsam Zeit. Komm, Alter, lass mich fahren. Dauernd muss ich dich rauspauken.